Hallo und willkommen zu ARK Mobile. Ich habe mir jetzt hier den Agentavis ein bisschen zurecht gemacht. Na, jetzt komm. Ich mache das auch gleich so hier. Mal sehen, ob das funktioniert. Also ist ja schon mal aggressiv. Okay, er ist nur Level 14, aber irgendwie was Bestes habe ich zurzeit nie gefunden. Mal in, ich schau mal erstmal nur eins rein. So. Ich wollte ein Agentavis ziehen. Und eigentlich wollte ich das mit einer etwas besseren Verfassung machen, als ich jetzt habe. Weil ich habe nämlich eigentlich noch ein bisschen Husten. Man soll das so an der Stimme hören. Eigentlich wollte ich das in meinem Urlaub aufnehmen. Alles. Und okay, ein bisschen mehr machen, aber naja, wenn man sich krank fühlt, da hat man halt so nix Lust. So. Ich habe aber alles vorbereitet gehabt und hatte dem mir jetzt schon alles eingepackt, hatte eigentlich auch was Größeres gehofft, aber trotz Hin- und Herfliegen, Runden um den Vulkan, bin nämlich hier am Vulkan, wo ich gerne Agentavisse mache, da kann ich die nämlich schön beiseite locken. Da, naja. Gab doch leider nicht so viel Agentavis, wie ich gehofft hatte. So, ich fliege noch mal eine kleine Runde. Also man sieht, hier unten ist zwar, gerade war ja noch eine Traube, da unten ist einer. So, mal gucken, ob wir den Kleinen ins Visier kriegen. Da ist er. Und ah, jetzt ist natürlich ein Level 15er da, ne? Das war ja natürlich klar. Oh, da werden wir das gleich mal probieren. So. Taktik. Komm, darfst eben mal hacken. Ich hätte dich gerne hier oben in der Schneise. Ach. Ja, das ist hier die Problematik. Irgendwie, wenn man kein richtiges Tier hat. Dann funktioniert das irgendwie nicht. Dann ist er nie aggressiv genug. Und dann dreht er nach 5 Meter wieder ab. Jetzt. Ich muss natürlich auch zugeben, ich habe den hier auf Speed ein bisschen gelevelt, glaube. Also der ist eigentlich so getrimmt, dass der wirklich so. Ah, nee, das war nicht der richtige Weg. Da muss ich rein. So. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Wo ist er hin? Da hinten hat er sich. So. Halt. So. Kriegen wir das hin? Ja. Ich hasse es. Wollen wir doch lieber das nehmen? Ja, komm jetzt. Ach. Da ist er. So. Dem haben wir jetzt. Oh, in Kibbel rein. Stego. Ich hab extra mitgenommen. Oh, zwei Agentavisse. Jetzt komm schnell hier hoch. Wie viel hat der? Oh. Okay, der braucht mehr. Hier müssen wir 2 reinhauen. 35. Ja. Dann können wir dem unten gleich 2 reinhauen. So. Nehmen wir das mal weg.
können wir auch nochmal zwei reinhauen. Und dann hat sich das erledigt. So. Da müssen wir jetzt nur hoffen, dass hier nichts passiert. Aber ich habe die Freunde ja extra hier hingelockt, damit hier nämlich nichts passiert. So, 14. Der ist weiblich und er kriegt 6 Level dazu. Ach, da ist er. Der Kollege ist männlich, kriegt 7 Level dazu. Da haben wir ja dann auch noch eine Chance, dass wir vielleicht was Ordentliches züchten können. Ich musste kurz etwas husten und ja, das ist halt die Nervigkeit, wenn man noch so ein bisschen leicht angeschlagen ist. So, aber die zwei sehen schon recht gut aus. Die müssen nur einmal noch fressen. Bedeutet, ich kann hier wahrscheinlich den Kibbel schon wieder rausnehmen. Weil durch meine Vorsicht bei dem anderen hier oben hat der nämlich wahrscheinlich an Zähmung verloren. Also es hätten wahrscheinlich 2 Kibbel gereicht. Aber da hat es an Zähmung verloren, weil ich halt nur eins reingetan habe und abwarten wollte. Und er lag dann schon eine Weile da, nachdem er gefressen hatte. Und da verlieren die immer rapide an Zähmung. Zumindest hier in Ark Mobile. So. Ist halt ein ewiges Warten, jetzt, dass die fertig wären. Und da es jetzt gerade auch wieder dunkel wird, ist wahrscheinlich auch wieder ein kleines bisschen nervig. Wobei eigentlich, wie spät haben wir es denn? 18 Uhr nachher was. Ja. Lässt sich halt nicht ändern, so. Meine Base hier im Vulkan steht immer noch. Ich bin ja erstaunt, auf den offiziellen Ark Mobile Servern kann man ja hier nicht mehr bauen. Aber anscheinend im Singleplayer ist auch alles möglich. Ach, der ist ja auch noch gerade an Kühlung. Wie geht's denn dem? Na, der könnte mal ein bisschen was zu essen vertragen. Eigentlich mal einen Kaki gemacht? Nee. Da muss ich mal gucken. Ich hatte ja hier auf meinem Ding, ob da noch was da ist. Natürlich sind da Möhren da. Gleich mal die Puku von mir nehmen. Immer gut. Gibt Dünger. So. Ja, das Schniefen, das ist, tut mir leid, aber wenn ich mein Handy aufnehme, lässt sich das ganz schwer immer rausschneiden oder auf stumm schalten. Das ist dann sehr umständlich. Ich versuche, dass die ganzen den Hustenreiz ein bisschen zu unterdrücken. So, Nummer 1 ist da. Der folgt mir. Das ist schön. Fehlt ja nur noch hier Nummer 2. Der ist auch da. Perfekt, wie bestellt. So würde ich sagen. Kommt so mit, ihr zwei jungen Herren. Also, junge Dame und junger Herr. Hoffe, die kommen, ja. Stellen wir die natürlich mal hier ab. Halt. Jetzt müssen wir pfeifen und zwar alle stoppen. Ich habe natürlich auch wieder keinen Saft dabei.
Aber ist nun mal so. So, und dann würde ich schon sagen, so war es das für die Folge. Agentarbeit ist gezähmt. Nächster Schritt ist jetzt wieder, die in die Base zu bringen und dann mal gucken. Vielleicht lasse ich die gleich paaren, damit ich da kleinen Ei habe und einen Ersatz. Vielleicht kommt da auch gleich was Sinnvolles raus. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich glaube, in der nächsten Folge wird wirklich mal eine richtige Brütfolge, weil ich habe nur wieder Dodos. Also, nächste Folge, Brüten. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.